Grüezi. Hallo, guten Tag. Das freut mich außerordentlich. Hallo, guten Tag. Wollen wir vorne hingehen, was ein bisschen schön ist? Machen wir das im Stehen oder? Ja. Wir haben uns sehr gefreut. Stellen Sie sich hin, wo Sie gerne möchten. Wie lange ist das günstig hier mit der scharfen Sonne? So haben Sie die Sonne nicht so sehr. Sie sind Schatten, genau. Hoffentlich. Wir haben uns sehr gefreut, durch dieses wunderbare Land zu fahren. Wir kamen ja von Basel her. Bevor wir anfangen, das Land ist ja wunderbar. Genau. Wie lange machen wir? Wie Sie möchten, 5 Minuten? 5 Minuten, ja. Ne? So. Ist das gut? Genau. Ja, ist absolut gut. Ich will nur. Und was das Verblüffende war für uns Schweizer, nur freundliche Menschen. Ja. Wunderbares Land. Und jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern waren wir wie zu Hause. Das sieht von der Topografie her so aus und hat irgendwie eine Ruhe, die fantastisch ist. Das stimmt. Wissen Sie, was das Verrückte ist? Sie haben Reklame in der Schweiz. Plakate für Mecklenburg-Vorpommern. Das hat mich völlig verblüfft. Warum das? Warum? Ja. Also wir sind jetzt schon im Interview. Fangen Sie noch mal an am besten. Also ist das jetzt Interview oder nicht? Oder machen Sie? Ich frage. Ich meine, das ist jetzt schon. Ja. Ich wusste nicht, ob wir noch am Eingang stehen. Nein. Wir Schweizer sind unkompliziert. Machen Sie mal noch mal. Also gut. Was mich so verblüfft hat, ist, dass in Zürich gibt es Plakate für Mecklenburg-Vorpommern. Warum das? Das ist so weit. Weil es einfach eine schöne Gegend ist. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte schön, alles Gute. Ich danke Ihnen. Und kommen Sie wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Das machen wir bestimmt. Danke. Darf ich noch den Fotografen schnell? Ein Foto noch? Ja. Robert, ganz schnell. Dürfen Sie eigentlich auch Geschenke annehmen? Nein. Darf ich so viele Geschenke annehmen? Ist das so? Ja. Sie sind ja schon fast Schweizer und Sie gehen ja immer. Nach Klosters, gell? Oh, schöner. Würdet ihr beide mal zu mir schauen, bitte? Weg, das ist privat. Darf ich Ihnen das so privat geben? Ja, danke. Danke. Haben Sie immer eins mit hier? Ja, nur, ich gebe es aber nur den netten Menschen. Nee, beide mal zu mir. Wann wollen Sie Ihren Film zeigen? Ab 3. Mal, Juni kommen die. Entschuldigung. Ist das jetzt nur über Mecklenburg? Kamera? So, jetzt ist vorbei. Wir haben keinen Fototermin vereinbart, Johannes. Tschüss. Sie und die anderen Fanatiker wie Martin Schulz, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, der unfähig ist, seine rasende Wut gegen mich im Zaum zu halten, sobald ich es wage, etwas gegen das Projekt zu äußern, Sie haben die Eurokrise förmlich manipuliert. Nicht nur ist es selbstverständlich unbillig, wenn man von Ihnen heute verlangt, die Rettung der in Schwierigkeiten befindlichen Länder zu finanzieren, sondern es sind darüber hinaus Pläne für eine vollständige Wirtschaftsregierung durch Brüssel im Anmarsch, wodurch Sie als Mitgliedstaat gezwungen sein werden, Ihren Haushalt der von niemandem gewählten Europäischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Und ich muss sagen, es wird Zeit, dass die Deutschen endlich aufstehen und sagen, es reicht, wir werden in dieses System kein Geld mehr stecken. Ich denke, Sie, vor allen anderen Ländern, sind stolz auf das, was Sie in den letzten 50, 60 Jahren erreicht haben. Sie haben hart gearbeitet, eine stabile Wirtschaft aufgebaut und Sie glauben an den Wert einer harten Währung. Und nun sind Sie verschmolzen worden mit Ländern von mediterranem Klima und mediterraner Kultur, die diese Dinge völlig anders betrachten. Sie sind nicht besser oder schlechter als jene, aber sie sind anders als Sie. Und Sie sollten Ihr eigenes Land und Ihre eigene Wirtschaft Ihren eigenen Interessen gemäß gestalten. Dieses gesamte Projekt der Euro, dabei ging es nie um Wirtschaft. Es ging immer um Politik. Es ging darum, die Menschen zusammenzuzwingen. Offensichtlich funktioniert das aber nicht, weshalb es notwendig ist, politische Entscheidungen von einiger Bedeutung zu treffen. Entweder Griechenland, Irland und Portugal fliegen beim Euro raus, oder vielleicht, und das ist vielleicht die mutigere Sichtweise, sollte Deutschland sich sagen, dass es an der Zeit ist, zur D-Mark zurückzukehren und das nationale Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ich weiß, das mag im Moment unwahrscheinlich erscheinen, aber wie gut kann ich mich daran erinnern,
wie ich in den 80er Jahren nach Berlin kam, als es so schien, als würde die Berliner Mauer für immer da sein. Und jeder dachte, die Berliner Mauer würde für immer da sein. Aber große geschichtliche Ereignisse können sich sehr plötzlich zutragen. Daher hoffe ich, dass Sie als modernes Deutschland irgendwann die Gelegenheit erhalten werden. Dass Sie, die wie wir an Zusammenarbeit glauben, dass Sie, die wie wir an freien Handel glauben, mit uns an einem Tisch sitzen und über Umweltfragen oder Sicherheitsbestimmungen frei verhandeln und zu Übereinkünften kommen werden. All das werden wir tun, aber wir werden handeln als unsere eigenen funktionierenden demokratischen Nationalstaaten. Das ist unsere Vision für die Zukunft. Ich bin der Meinung, dass es in Deutschland eine Bewegung gibt, nicht nur hier in diesem Saal. Ich bin seit längerer Zeit ein Fan Ihres früheren Bundespräsidenten Dr. Roman Herzog, der, wie Sie sich vielleicht erinnern, zwischen 1998 und 2004 eine Studie in Auftrag gegeben hat darüber, zu welchem Anteil Bundesgesetze hier im Gegensatz zu Brüssel gemacht werden. Es zeigte sich, dass 84% der Bundesgesetze in diesem Zeitraum nicht von Politikern gemacht wurden, die Sie gewählt haben und die Sie bei einer anderen Wahl wieder loswerden können, sondern von Einrichtungen der Europäischen Union. Herzog selbst hat gesagt, es stellt sich die Frage, ob man die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch uneingeschränkt als parlamentarische Demokratie bezeichnen kann. Meine Damen und Herren, offensichtlich kann man das nicht. Und ich bringe Ihnen noch andere Neuigkeiten aus Brüssel. Glauben Sie nicht jenen, die Ihnen weismachen möchten, nur weil es ein europäisches Parlament gibt, sei dieses Projekt demokratisch. Es ist nicht demokratisch. Die einzigen, die das Recht haben, Gesetze vorzuschlagen, sind die von niemand gewählten Bürokraten der Europäischen Kommission. Sie sind diejenigen, die unsere Gesetze gestalten. Alles, was wir im Parlament tun können, ist, das Ganze ein wenig zu verzögern. Ich werde oft gefragt, Nigel, was ist zu tun? Natürlich ist es das Vernünftigste und Logischste, die Europäische Union von innen heraus zu reformieren und für eine Demokratisierung der EU zu kämpfen. Die Menschen sagen das und sie meinen es aufrichtig. Aber schon in dieser Aussage kommt eine grundlegende Fehlvorstellung darüber zum Ausdruck, worum es bei diesem Projekt von Anfang an gegangen ist. Jean Monnet, der Urheber von alledem war, hasste die Demokratie. Denn in einer Demokratie wird eine Regierung für 4 oder 5 Jahre gewählt und steuert dann in diese oder jene Richtung. Falls sie dann aber bei der nächsten Wahl eine Regierung anderer Couleur bekommen, dreht diese ab in eine andere Richtung. Das gefällt Menschen wie Jean Monnet nicht. Das gefällt diesen großartigen Menschen nicht, die besser als wir selbst wissen, wie wir unser Leben zu führen haben. Nein, diese Menschen haben Pläne für die nächsten 10, 20, 50 Jahre. Sie haben die Zukunft für uns geplant und können es nicht gebrauchen, dass ihnen so etwas Unbequemes wie Demokratie in die Quere kommt. Das ist der Ursprung der Monnet-Methode und das ist der Grund für das alleinige Initiativrecht der Europäischen Kommission. Wenn es jemals einen Moment gegeben hat, die EU zu demokratisieren, dann war das die Verabschiedung der EU-Verfassung. Sie hätten die Gelegenheit nutzen können, das Europäische Parlament zu einem Ort zu machen, aus dem die Regierung ihres neuen europäischen Staates hervorgeht. Ich persönlich hätte das nicht befürwortet, weil es nach wie vor die nationalen Abordnungen in eine Minderheitsposition gesetzt hätte. Aber sie hätten es so machen können und sie hätten die Völker Europas in Volksabstimmungen darüber entscheiden lassen können. Wissen Sie was? Vermutlich hätten sie damit Erfolg gehabt, aber sie haben es nicht getan. Sie haben alles exakt so gelassen, wie es war. Sie haben das Europäische Parlament künstlich ein wenig einflussreicher aussehen lassen als vorher, aber in Wirklichkeit hat sich gar nichts geändert. Und dann, als die Franzosen Nein sagten und die Niederländer Nein sagten, beschlossen sie es einfach zu ignorieren. Und als das kleine Irland die Verwegenheit besaß, Nein zu sagen, wurde es genötigt und gemobbt, bis es Ja sagte. Das ist das wahre Gesicht der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, sie ist nicht einfach nur undemokratisch, sie ist antidemokratisch. Antidemokratisch.